Ich hatte einst eine Familie. Eine Frau. Die sind wunderschön. Und einen Sohn. Und ich begrub sie, sie und jeden, der mir nahe war. Nein! Was ist mit mir passiert? Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Wir sind verbunden, Talion. Mein Leben und deines. Wer bist du, Geist? Ich formte die Geschichte Mittelerdes. Ich fertigte die Ringe der Macht. Celebrimbor, der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Sauron täuschte dich und brachte dich dazu, die Ringe zu schmieden. Er hat dich und deinen Nächsten gefoltert. Vielleicht ist es dieser Schmerz, der uns verbindet. Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Sauron muss besiegt werden. Die Zeit ist reif für einen neuen Ring. Die Welt der Menschen. Sie erlischt. Ich habe es gesehen. Es gespürt. In den Feuern des Schicksalsberges schufen ein Waldläufer und ein Geist im Tode vereint. Das eine, das den dunklen Herrscher herausfordern könnte. Einen Ring der Macht. Doch Macht kann jene blenden, die sie begehren, und auch die stärksten Bande können brechen. Die Zukunft, die ich sah, darf niemals eintreten. Celebrimbor! Der Tod ruft erneut nach dir, Waldläufer. Wie lautet deine Antwort? Oh, Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Was ist, Liebste? Vergangenes ist vergangen. Es lässt sich nicht ändern. Wir müssen hier weg. Wir können gehen. Jetzt! Du kommst zu spät. Wir sind bereits tot. Nein! Der Geist ruft dich. Ich rufe dich. Geist! Wo bist du?
Talion. Talion. Ich werde dich finden. Dieser Ort bringt mich zum Erschaudern. Tja. Hallo, herzlich willkommen im Stream und bei diesem neuen Video. Vorweg gleich die Entschuldigung, der Stream sieht zwar relativ gut aus, aber die Aufnahme ist leider nur in der gleichen Qualität. Ich muss leise sein. Wenn man dieses Spiel nicht gut aufnehmen kann. Diese Orks machen sich für den Krieg bereit. Das ist leider so. Ich habe ehrlich gesagt noch keine wirkliche Erklärung dafür und die Stimme in meinem Kopf sagen für die ganze Zeit Waldläufer. Anscheinend ist die Datenrate dieses Spiels so hoch, dass man das nicht vernünftig aufnehmen kann. Schnell, Talion, rette mich. Ich weiß leider nicht, warum. Ich glaube nicht, dass da jemand war. Zurück an die Arbeit. Das ist schon mal gut, er glaubt nicht, dass jemand war. Sehr gut. Ich wusel mich dann hier mal so durch. Ich bin. Da muss ich hin? Gut. Ah, hier, zwei. Zwei ist aber doof. Ich hab nichts gehört. Du bist nur nervös. Ja, berühmte letzte Worte. Du suchst. Na komm. Den Geist. Ich suche den Geist. Den Geist, den einen. Faszinierend, dass sie überhaupt nichts mitkriegen. Wir sind gerade schon bescheuert. Die haben es jetzt aber gesehen, oder? So, komm hier. Wutsch, wie schnell er sein kann. Du schmeißt mir eine Axt. Ich habe eine Kartoffel. Du auch? Willst du auch noch? Ja, bam. 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 Das war's. Ganz einfach. So schnell kann das gehen hier. Talion. Warte, du auch noch? Sind das Höllenhetzer? Nein. Hab ich dich erschrocken? Entschuldigung. Wollte ich nicht. So. Okay, ich drücke Space, um zu sprinten. Mache ich schon die ganze Zeit, aber egal. Man kennt die Steuerung ja noch aus den anderen Teilen. Denke ich. Das ist so ziemlich die gleiche Steuerung. Das. Du hast uns warten lassen. Lass ihn frei! Eine Spinne lässt ihre Beute nicht gehen, Waldläufer. Nicht, bis sie etwas Wertvolleres im Austausch dafür erhält. Ich habe dich nicht ohne Grund hergerufen. Du wirst ihn mir zurückgeben. Sofort! Du bist tapfer. Für einen Menschen. Doch es ist nicht dein Schwert, das ihn retten wird. Wie viel bist du bereit zu opfern? Zu lassen. Ich habe bereits alles aufgegeben. Noch nicht alles. Noch nicht. Du willst den Ring? Du könntest ihn mir für den Geist geben.
um dann neben ihm in deinem Netz zu erwachen? Ich bin Kankra und ich halte mich an mein Wort. Ich würde ihn auch nicht hergeben. Warte! Talia, nein! Das ist ein gewaltiger... Hier hast du ihn! Ich bin beeindruckt, Waldläufer. Er muss dir viel bedeuten. Hol deine Marionette, bevor sie stirbt. Du hast uns verdammt, Talion. Ihre Macht war bereits groß, aber nun besitzt sie auch noch die meine. Ich gab meine Lebenskraft für diesen Ring. Dann müssen wir ihn zurückholen. Kankra! Der Krieg, den du suchst, ist nicht hier. Der Ring ist verloren. Nun geh nach Minas Ithil und zu den Armeen des dunklen Herrschers. Suche den Palantir. Sauron wird nicht einhalten, bis ganz Mittelerde in seiner Gewalt ist. Der Palantir muss beschützt werden. Minas Ithil. Ich muss wissen, ob Kankras Vision wahr ist. Ganz schön was los, Prolog-mäßig oder Prolog-mäßig. Alter Schwede. Die Belagerung von Minas Ithil. Die Spinne sprach die Wahrheit. Gondors letzte Festung in Mordor darf nicht fallen. Und dann verhindern wir das. Die Massen an Leute und... So, alter Schwede. Ist das Kriech? Ich glaube, das ist Kriech. Kriech, ich ein zu viel. Mittelerde. Schatten des Krieges. Ich glaube, die Spiele sind vorbei. Jetzt wird's ernst. Der Palantir hat oberste Priorität. Wir müssen ihn finden, bevor er Sauron in die Hände fällt. Mit ihm sind seine Armeen unaufhaltbar. Das Schicksal der Stadt ist egal. Ich werde nicht zulassen, dass sie abgeschlachtet werden, wie meine Brüder am Schwarzen Tor. Wir müssen etwas tun. Die Hauptmänner auszuschalten, sollte den Gondoranern Zeit verschaffen. Und sie könnten uns zum Palantir führen. Finden wir einen Wurm und verhören wir ihn. Machen wir. Mr. Soldat, nimm die Ober. Da! Sein Geist ist schwach. Wer führt die Suche nach dem Palantir?
darf nur von dem. Okay, unbekannter Hauptmann. Verwirrung gehört der Information, drücke Space, Information, Hauptmann. Okay. Titel, was hier? Schwäche wurde mit dem Schwachmann auslösen, die Macht des Geistes, ein Ängste für die Hauptmann, blablabla. Und so weiter. Okay. Der Hauptmann, der den Suchtrupp führt, ist in der Unterstadt. Dann wird er nicht weit kommen. Wir verschwenden unsere Zeit hier unten. Schleicht da jemand umher? Nein. Menschen abschauen! Okay, alles klar. So und so. Nehmen wir hier ihn auch nochmal. Alles klar. Und. Oh. Ja, geht doch. Hat das auch noch gehört? Nö. Alle taub. Hast du auch noch? Ist viel einfacher als hochzulaufen. Ich frage mich warum. Warte! Ne, der hat nur aufzehren. Keine Verhütung hier. Schade. Arena-Kämpf. Da hinten hockt noch einer. Da hockt noch einer und der hier hockt noch. Dieser Fledermaus. Mensch, das. Ich rieche etwas. Schleiche, Mac, Schleich, Schleich. Darf ich vorstellen? Mein Name ist Schleichi, Schleich. Mac, Schleich. Was? Du kannst denken. Worüber denn? Jetzt ein Grab für den Häuptling ausheben kann, der gräben wollte. Mhm. Ja, komm mal her hier. Das ist genau die richtige. Dann kann ich direkt bei euch hier kurz Pause machen. So. Aber kein Vergleich zu Minas Tirith, wenn wir damit fertig sind. Da war doch ein Geräusch. Nein, hier war nichts. Wie kommst du denn auf diese Idee, dass hier irgendwas war? Verstehe ich nicht. Das check ich echt nicht. Das tut. Du denkst gleich wieder Sachen. So, dann haben wir noch Günther auf der Treppe. Und da hinten läuft noch einer. Günther auf der Treppe, was sagst du dazu? Du siehst so unerfahren aus, so jung, so. So, tot. Bot ist er. Und dich von hinten direkt zu. Und zim. Und kaputt. So. Wie geht's weiter? Okay. Jetzt sind da hinten. Was ist, soll ich erst da hinten hin oder soll ich erst hier hin? Ich weiß es nicht. Ja, Schleich, genau. Hättest du mal dein Maul gehalten? Jetzt sitzen wir in der letzten Reihe fest, statt an der Front zu sein. Na schlimm, ne? Letzte Reihe und so. Es war es wert, diesen Narren lächerlich zu machen. Nicht für Menschendreck! Das ist ein Nerdwandler! Ich dachte, er sei tot! Ist er auch! Talion, der Bogen! Das ist jetzt irgendwie ungünstig. Ja, gut, okay, also gedrückt. Fernschuss.
Soll ich dir noch? Okay. Ich bin da. Dich mach ich auch. Trotzdem bin ich jetzt neugierig, was da ist. Kein Fokus mehr, ist mir egal. Alles voller Pfeile hier. Und wo geht's denn hier jetzt lang? Das war einfach nur noch eine. Du verlässt die Auftrag. Oh Gott, das ist ja. Okay. Muss man also da lang laufen? Für die Gondoraner sieht es schlecht aus. Wir müssen ihnen helfen. Der Palantir ist ein mächtiges Artefakt. Wenn wir ihn besäßen, könnten wir das Blatt wenden. Hä? Was soll ich denn jetzt sagen? Ach du, ich muss die Spuren verfolgen. Okay. Kompliziert ist das denn? Wir müssen ihre Hauptmänner ins Visier nehmen. Boost gibt's auch noch. Coole Nummer, den gibt's früher nicht. Yay, 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 yay. Er ist nah. Die Geisterwelt wird ihn offenbaren. Jawohl. Kennen wir schon von früher. Da. Nix. Ratak. Das ist der Kommandant. Das ist furchtbar. Ich wollte gerade echt nachladen. Cool. Der flog ja richtig weg. Und ist der Grund, weshalb wir hier sind. Die Stadt ist nur ein Hindernis zwischen uns und ihm. Findet den fehlenden Stein und übergebt ihn direkt an mich. Mit ihm erobern wir Mittelerde, Männer. Ja, dafür wird jemand bezahlen. Gucken wir uns die ganze Geschichte mal von oben an. Hier, ne? Von oben ist immer geiler. Umzingelt!
nochmal für Gondor und so. Wie gefällt dir das? Getötet. Das ist doch. Ja. Ja, ich mach's ja alle kaputt. Bleib du wohl hier. Bleib du hier. Bleib du hier. Ich hab hier Zeug gekriegt, ne? Bevor ich hier. Ja, das ist ja. Wieso kann. Man kann aber mächtige Ausrüstung schmieden. Du kannst deine Ausrüstung mit Metall verwalten. Okay. Oder Fähigkeit zu verstärken, siege mächtige Hauptmänner. Oh, alles klar. Okay. Ausrüstung anlegen. Stufe 2. Stufe 2, okay. Ah, okay. Hier habe ich halt noch nichts anderes. Okay, gut. Der interessiert mich nicht.